Hallo und herzlich willkommen zu Memon 615. Das ist meine Wenigkeit. Wir spielen wieder Mario Kart 8 Deluxe. Das ist dieses Spiel und... gehen wir los. Und zwar Grand Prix. Dieses Mal geht es weiter mit dem 150er Modus. Wir haben letzte Woche 200 gefahren. Heute... 200 sei schon. 50 und 100. Jetzt fahren wir 150. Und ja, dann gespiegelt noch diese Woche und nächste Woche tatsächlich lediglich 200 und dann ist das Jahr schon vorbei. Und was bedeutet das? Richtig, danach machen wir online. Also, so, ich habe mir natürlich wieder vorher angeguckt, mit wem ich fahren möchte und wie ich fahren möchte. Als erstes fahre ich mit dem Intling-Mädchen und zwar, wir fahren mit dem klassischen Intling-Mädchen und wir fahren mit dem Splatoon-Squad und in den türkisen Reifen. Die hier und mit dem von Link den Gleiter, nämlich den Hyrule Gleiter. Technisch gesehen ist das natürlich irre langsam, klar, aber wir müssen ja auch erstmal gut vorankommen. Alleine bei den beiden Strecken konnte sich dementsprechend das vielleicht nach hinten hin auszeichnen, dass wir da ein bisschen ruhiger die Sache angehen. Wird sich zeigen, Leute. Wird sich zeigen. Sind wir alle entspannt? Ich bin entspannt. Ich hoffe, ihr da draußen auch. London Tour. Los geht's. Ja, Fußball-Weltmeisterschaft ist nun vorbei. Es ist Ende Gelände. Heißt, ab sofort gibt es jetzt natürlich wieder keine Prognosen mehr zu den Spielen. Zumindest zu den aktuellen Spielen. Heißt aber, ja, beim Memon wird nicht viel los sein. Das ist richtig. Da werden wir einfach jetzt sehen, was denn die nächsten Tage, Wochen, so passiert. Wir werden hier, wie gesagt, jetzt relativ viel wieder Mario Kart fahren. Demnächst ja auch online werde ich erfahren. Wenn ihr dann dabei sein wollt, könnt ihr das gerne sein. Müsst ihr es aber nicht, das ist eure Überlegung und eure Überentscheidung. Ja, das ist gut. Ja, angekündigt habe ich ganz viel bei den letzten, also jetzt nicht beim letzten Mario Kart, sondern tatsächlich bei den letzten Fall Guys spiele ich ja immer mal wieder. Unter anderem, dass wir ja jetzt ein Twitch-Only-Projekt haben, wobei, naja, so only ist es jetzt nicht, aber tendenziell ist es schon sehr only. Ab sofort ist immer so, dass immer Dienstag, das heißt also heute am Dienstag, Vollgeistag gestreamt wird. Tatsächlich, jede Woche jetzt Vollgeist. Und zwar immer dienstags bei Twitch. Und, ja. Man sieht einfach jetzt hier das, was ich gemeint hatte eben. Auto ist jetzt nicht ultra schnell. Aber man muss sich einfach nur dran gewöhnen. Funktioniert das auch hier mit dem Mädchen? Nee, tatsächlich, ich war echt am Überlegen, was ich denn jetzt mal mit meinem Twitch-Account mache, weil auf der Twitch, auf dem Twitch-Account ist das ja immer so, dass ich da immer lediglich Previews gemacht habe. Oder mache, oder beides. Machen werde, habe, haben, sein werden. Das war mehr als doof, dass der jetzt eingeschlagen ist. Danke. Also, weil ich die Kurse noch nicht so gut kenne. Schön. Münzen. Und das Ziel. Intling-Mädchen, win! Jo. Ja, Kurse kenne ich halt noch nicht so gut. Das ist das Ding. Man muss sich noch ein bisschen reingrooven in diese gesamten Kurse. Ja, also Twitch-Only-Projekt. Ja, tatsächlich. Also das wird auf Twitch dann gestreamt und an der Seite seht ihr tatsächlich jedes Mal dann einen Chat und tatsächlich seht ihr mich unten immer in der Ecke. Also unten an der rechten Seite in der Ecke. So unfrisiert wie eh und je. Ja, einige mögen jetzt sagen, so von wegen immer.
Warum pflegst du das nicht immer? Ganz ehrlich, also man soll ja eigentlich so echt wie möglich sein, ne? Und tatsächlich ist es einfach so, dass ich so diesen klassischen, diesen Look eher habe. Und das ist ja eher so ein Look. Man kann das ja alles immer so schön produzieren, aber tatsächlich ist es so, wenn man zum Beispiel Haare wäscht und lässt sie an der Luft trocknen, dann sieht das oftmals so aus, es ist einfach so, es sieht oftmals so aus, als ob ich die Haare gar nicht gewaschen hätte. Das ist einfach geil. Weißt du? Das ist mal aufgefallen. So. Wird nächstes Mal aber witzig, der nächste Woche wirklich witzig, der Witz rüber zu fahren. Ja. Zu früh gesprungen. Ich muss mal gucken, wie Mario hier jetzt gerade vorne fährt. Ja, wie erwähnt, also nächste Woche ist tatsächlich dann die letzte Woche, wo wir offline fahren, dann geht's online los. Also das heißt, im neuen Jahr, liebe Freunde, geht's dann für uns tatsächlich. Wenn wir mit den ersten Charakteren fahren, man sieht einfach auch, ne, Pokémon Carmesin, ja, das wird es auch noch mal hier irgendwann geben. Ja, der Mann hat sich tatsächlich auch das Pokémon spielen wird. Ah, Mario ist er. Schade. Ja, nicht verzagen. Wir können ja trotzdem Sterne kriegen. Für diejenigen, die nicht wissen, wie das funktioniert mit den Sternen, relativ einfach. Wenn ihr ab dem Zeitpunkt, wenn ihr 54 Punkte habt, habt den Stern. Und das ist ja tendenziell immer mein Ziel, tatsächlich in jedem Grand Prix am Ende einen Stern zu haben. Klar, einige fahren so lange, bis sie eben 3 Sterne haben, aber. Nö. Das muss bei mir nicht sein. Das muss bei mir echt nicht sein. Ein Stern finde ich langt. Sauber. Und jetzt kann ich nach vorne. Ja, das ist. Mario Kart ist manchmal auch ein Taktieren. Weißt du, Mario Kart ist manchmal eben auch ein Taktieren. Da musst du eben zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Platz das richtige, oh shit, richtige Item werfen oder eben auch die richtige Itembox treffen. Das ist eben auch Taktik, weißt du? Klar, du kannst gut fahren, aber ein Abschluss bringt es dir nicht, wenn du nur gut fährst. Ja. Ja. Dritter. Sauber. Ja, Mario hat da jetzt ein bisschen mehr Risiko eingesetzt in diese Szene hier. Ich weiß, ich würde dir da draußen sagen, Immon, was hast du getan? Es war ein blauer Panzer. Aber nicht auf dich, sondern auf Mario. Wieso wehrst du den ab? Kann man das nicht auch mal als Zweiter machen? Mir kam der zu gefährlich vor. Oh je. Nein! Mann! Blöder Mario! Also, da schütze ich ihn mit... Also... Blöder Mario. Wie kommt er so? Ich weiß gar nicht, ob das die KI macht, so welche Geschichten. Aber ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich nicht. So, jetzt habe ich auch eine.
So, reicht es? Es reicht! Es reicht am Ende ja dann doch noch, aber Mario ist noch nicht mal Zweiter geworden, sondern Baby Mario, ha? Guck an. Ja, der Immon, der ist leicht verwirrt in der Hinsicht jetzt gerade, weil ich dachte gerade so von wegen, ja, Mario war doch jetzt hier ein großer Konkurrent und ein Abschluss, war da nur Dritter. Das kann immer ganz schnell gehen. Deswegen, also ich freue mich auf jeden Fall, also was ich euch auf jeden Fall sagen kann, ich freue mich auf das Online-Fahren, definitiv. Gegen irgendwelche Leute, ja, gegen jetzt Zuschauer, wird irgendwann im März, wie gesagt, sein. Also live-mäßig im März, ihr werdet das irgendwann dann im April oder Mai sehen. Oh, Wiggle. Das wird ja auch witzig. Ich bin auf. Also bei dieser Strecke bin ich drauf gespannt, wie das jetzt an mir fahren wird. So. Noch nicht mal eine Itembox bekommen. Aber diese Marios sind ganz schön hartnäckig. Einfach das falsche Mobil ausgebaut. Oh, wieder an den Itemboxen vorbei. So, Blooper des Todes. Des Todes! So. Diesmal nicht. Ein Reglas. Auch. Banane. Ist immer noch schön, dass sie smiled, dass sie immer noch weiß und von wegen, yeah, ich bin eine Banane. Bin zwar geschält, aber es ist trotzdem ein cooles Leben jetzt. Banane. Ich weiß, den Running Gag mache ich jedes Mal. Mir gefällt er immer noch, ich weiß. Wieder da draußen jetzt nicht trinken. Aber die fünf Leute, die sich das angucken, herzlichen Glückwunsch euch. Danke, dass ihr auch in den nächsten Folgen wieder dabei seid. So, fahr. Fahr, mein kleines Mädchen. Fahr. Na, Münze. So, jetzt brauchen wir irgendwas, womit wir nach vorne angreifen können. Sowas. Danke. Nein. Oh, ja, abwehren mit einer Münze. Wirf einfach eine Münze nach hinten. Vielleicht knallt die gegen irgendjemanden und dann. Bam, Münze. Ja. Aber hey, wir haben es trotzdem geschafft. Wir haben trotzdem Sternrang. Zwei Sternrang. Also. Es war ein Abschluss. Erfolgreich. Jetzt nicht so erfolgreich, wie man es sich vielleicht erhofft hatte, aber trotzdem erfolgreich. Wir haben einmal, mussten wir eben den kürzeren ziehen gegen Mario. Aber ich denke mal, das ist eigentlich, wie gesagt, nicht allzu schlimm. Doppelsternrang ist super. Und das Klassische, uns fehlt immer noch ein neues Fahrzeugteil. Naja. Nun gut, danke fürs Dabeisein und danke fürs Zuhören. Wir sehen uns hoffentlich, oder besser gesagt, hören uns hoffentlich zur morgigen Folge wieder. Bis dann. Tschüssi.